Hallo, meine lieben Damen und Herren, da bin ich wieder und heute ist es mein Vergnügen, mit Ihnen 21. Übungszettel zu besprechen. Gut, da wechsle ich direkt mal wieder auf mein OneNote. Heute haben wir drei Übungsaufgaben für Sie. Die erste davon ist Aufgabe 70. Und da geht es um die Intensität und den Strahlungsdruck einer elektromagnetischen Welle. Also, die Aufgabe ist wie folgt. Man möge betrachten eine elektromagnetische Welle im Vakuum. Die sei wie folgt gegeben. Unser E-Feldvektor sei eine gewisse Amplitude, E0, mal ein Einheitsvektor in Y-Richtung, EY. Der gibt mir die Polarisation meiner Welle an. So viel Information haben wir schon mal. Ja, also die Welle sei in Y-Richtung polarisiert, was das elektrische Feld angeht. Dann haben wir einen Cosinus mal Kx minus Omega t. Wenn Sie sich an den letzten Übungszettel erinnern, das hier, Kx, gibt Ihnen die Ausbreitungsrichtung an. Wir wissen also auch schon mal, okay, unsere Welle breitet sich in x-Richtung aus. Ja? Ausbreitungsrichtung x-Richtung, Polarisation des elektrischen Feldes y-Richtung. So viel Info haben wir schon mal. Diesmal weiter, worum es eigentlich geht. Wobei der Vektor EY ein Einheitsvektor in y-Richtung sein soll. Na gut, das hatte ich ja jetzt schon gespoilert, das habe ich Ihnen schon verraten. Und die Welle sich in x-Richtung fortpflanzt. Gut, hatte ich Ihnen jetzt auch schon gesagt. In Aufgabenteil A sollen wir jetzt den Pointing-Vektor berechnen. Oh, was ist das denn? Naja, der ist wie folgt definiert. Der Pointing-Vektor heißt S. S wie Pointing, ist ja ganz klar. Haben Sie sich ja auch schon gedacht. Und ist gegeben als 1 durch 0 E Kreuz B. Gut. Μ0 ist eine Konstante, das E-Feld haben wir oben gegeben. Das bedeutet als erstes, wenn wir diesen Vektor berechnen sollen, ja, müssen wir jetzt wohl oder übel erstmal das Magnetfeld berechnen. Das ist im Wesentlichen eine Wiederholung vom letzten Aufgabenzettel. Da hatten wir eine ganz, ganz ähnliche Aufgabe. Ja. Und dazu wissen wir, naja gut, wir wissen, unser B-Feld muss parallel, nicht parallel, senkrecht zur Ausbreitungsrichtung sein und senkrecht zum E-Feld. Naja gut. Jetzt hatten wir gesagt, die Ausbreitungsrichtung ist die X-Richtung, ja. Die Polarisation des E-Felds ist die Y-Richtung, dann bleibt im Prinzip noch die Z-Richtung über. Das war relativ simpel. Außerdem hatten wir auf dem letzten Zettel schon gesagt, naja, es gibt so ein Standardverhältnis zwischen dem E-Feld und dem B-Feld. Und das ist so gegeben, dass das B-Feld genauso groß ist wie das E-Feld, natürlich in anderen Einheiten, nur geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit. Gut. Damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen, um das B-Feld zu bestimmen. Unser B-Feld ist also B0 mal, na gut, die Richtung der Polarisation ist jetzt die Z-Richtung. Und alles andere muss genau gleich sein, weil die Ausbreitungsrichtung ist ja die gleiche. So, soweit, so gut. Damit kann ich jetzt schon den Pointing-Vektor ausrechnen. Ja, mein Pointing-Vektor ist also gleich 1 durch 0. Mal, naja gut, jetzt kommt ein bisschen mehr. Jetzt muss man ein bisschen einsetzen. Ja, das heißt, ich kann jetzt mal das E-Feld einsetzen. E0. Dann kann ich mal überlegen, ja, das B-Feld kommt noch. Das heißt, da habe ich eine Amplitude B0, die jetzt noch dazu kommt. Ja, als ich 0, E0, B0. Dann habe ich in beiden Fällen Cosinus, also Cosinus Quadrat von Kx minus Omega t. Und dann habe ich da noch dieses Kreuzprodukt drin stehen. Na gut, die einzigen Vektoren, die ich jetzt noch habe, sind meine Einheitsvektoren. Ja, also einmal Einheitsvektor in Y-Richtung für das E-Feld und mein Einheitsvektor in Z-Richtung für das B-Feld. Gut. Jetzt weiß ich, na gut, die haben alle, ne, das sind Einheitsvektoren, also haben die alle Betrag 1. Das heißt, das Kreuzprodukt davon von zwei Vektoren, die Betrag 1 haben, wird wieder Betrag 1 haben. Wir wissen, das Kreuzprodukt gibt Ihnen so ein Dreibein. Ja, das bedeutet, wenn das eine in Y-Richtung, das andere in Z-Richtung zeigt, ist das Kreuzprodukt senkrecht dazu. Und hier kriegen wir also den Einheitsvektor in X-Richtung raus. Ja, das bedeutet, unser S-Vektor ist nichts anderes als, naja gut, jetzt kann ich für das B0 auch nochmal E0 durch C einsetzen. Dann komme ich also raus, E0 durch μ0 mal C. Da habe ich noch Cosinus Quadrat, Kx minus Omega t. Und das Ganze soll in x-Richtung sein. Damit sind wir hier auch schon fertig. Das ist unser Pointing-Vektor. Vielleicht etwas wichtiger ist Aufgabenteil B.
Was bedeutet dieser Vektor jetzt eigentlich anschaulich? Naja, gut, gucken wir uns das mal an. Ja, also erstmal wissen wir, so S-Vektor ist parallel der X-Richtung, was in diesem Fall parallel zu K-Vektor, also der Ausbreitungsrichtung ist. Ja, das können wir schon mal im Hinterkopf behalten. Außerdem, naja, der Betrag unseres S-Vektors, wenn Sie mal gucken, oder nicht nur der Betrag, auch zu jedem Zeitpunkt, ist alles, was Sie hier haben, größer gleich 0. Ja, Sie haben dann ein Cosinus-Quadrat drinstehen, das kann im kleinsten Fall 0 werden. Ja, das bedeutet, ja, das muss man so stehen. Ja, das ist auf jeden Fall größer gleich 0 und auch S selber ist immer größer gleich 0. Ja, das ist immer positiv. Gut, das heißt, wir haben hier was mit positivem Betrag. Ja, und wir haben was, was sich in Richtung k ausbreitet. Also S ist gleichgerichtet k. Das bedeutet, naja, dieser Pointing-Vektor zeigt also in Richtung der Ausbreitungsrichtung. De facto, das sage ich Ihnen jetzt einfach mal, ist das, was Sie hier jetzt rausbekommen oder was Sie hier berechnet haben, nichts anderes als, ja, wie soll ich es nennen, der Energiefluss, der in Ihrer elektromagnetischen Welle passiert. Ja, in jedem Moment wird die Energie in Ihrer elektromagnetischen Welle, weil, ne, so viel wissen Sie ja wahrscheinlich schon, Licht und elektromagnetische Wellen generell, ja, tragen auch Energie mit sich rum, ja, die bewegt sich also in Richtung dieses Pointing-Vektors, was, hier macht es auch Sinn, sich entlang der Ausbreitungsrichtung der Welle bewegt. Ja, wenn ich da mir angucke, wo die Energie in einer Welle hingeht, dann sollte das wahrscheinlich entlang der Ausbreitungsrichtung passieren. Das macht schon mal Sinn. Ja, und die Größe davon oder der Betrag davon gibt mir ganz genau genommen den Energiefluss. Ja, das heißt, S ist proportional zum Energiefluss. Ja. Der Betrag davon ist dann im Prinzip nichts anderes als, wenn ich jetzt meine Welle angucke und die geht in diese Richtung, ich gucke mir wieder so eine Scheibe an, ja, dann ist das nichts anderes als die Strahlungsleistung, die durch diese Oberfläche hindurchtritt. Ja, das Konzept von Fluss durch Oberfläche hatten wir ja schon ein paar Mal in der Elektrodynamik, das ist hier nichts anderes. Ja. Das bedeutet, dieser Pointing-Vektor gibt Ihnen an die Strahlungsleistung, die durch eine Fläche hindurchfließt. Gut, damit kommen wir zur Aufgabenteil C. Was sollen wir hier machen? Jetzt geht es um die Intensität einer elektromagnetischen Welle. Das ist ein Begriff, den Sie vielleicht schon eher mal gehört haben. Intensität ist ein bisschen griffiger als Pointing-Vektor. Ja, und jetzt wissen wir aber nur, die Intensität I einer elektromagnetischen Welle ist wie definiert? Naja, das ist der zeitliche Mittelwert des Betrages S des Pointing-Vektors. Okay, wir sollen uns einfach mal die Intensität I für die in der Aufgabenstellung gegebene Welle berechnen. Ja? Also, was hatten wir gesagt? I ist gleich der zeitliche Mittelwert so des Betrages unseres Pointing-Vektors. Gut, dann gucken wir uns einfach mal an, wie das ist. Da kann ich einfach nur abschreiben, das ist E0 durch mu 0c. Dann habe ich den Betrag von meinem Einheitsvektor. Na ja, gut, das ist relativ simpel, ist ein Einheitsvektor, das wird nachher 1 sein. Und das war alles bisher noch nicht zeitabhängig, aber als zeitabhängige Größe, wo wir das zeitliche Mittel tatsächlich machen müssen, haben wir noch Cosinus Quadrat Kx minus Omega t. Wenn Sie ein paar Aufgabenzettel zurückblättern, gab es beim Wechselstrom schon mal so ein paar Aufgaben, wo Ihnen der zeitliche Mittelwert von Cosinus Quadrat genannt wurde. Ja, und da haben Sie festgestellt, das ist immer ein halb. Das ist auch jetzt noch so. Das bedeutet, was Sie jetzt rauskriegen, ist also der relativ einfache Term 1/2 mal E0 geteilt durch mu 0 mal c. Ja, und damit sind wir mit dem Aufgabenteil auch schon fertig. Das, genau das hier, ist die Intensität der oben angegebenen Welle. Gut. Welche Kenngrößen gibt es sonst noch bei einer Welle? Was können wir uns noch so interessieren bei einer Lichtwelle? Da befassen wir uns jetzt mal in Aufgabenteil D mit. Und da wurde gesagt, man kann zeigen, dass der Strahlungsdruck P einer elektromagnetischen Welle gegeben ist durch I durch C. Also die Intensität einer Welle geteilt durch C. Strahlungsdruck können Sie sich vorstellen, ja, wie Sie vielleicht schon wissen, so rein quantenmechanisch betrachtet, besteht Licht aus Teilchen, sogenannten Photonen, und die können auch einen gewissen Strahlungsdruck ausüben. Ja, das heißt, genauso wie Sie einen gewissen Druck ausüben auf eine Oberfläche, wenn Sie Bälle dagegen werfen,
dann würden sie auch mit Licht, also mit ganz, ganz vielen Photonen, ein bisschen Strahlungsdruck ausüben. Natürlich nicht so viel wie mit einem Ball, aber wie viel genau, wollen wir jetzt mal berechnen. Naja, c ist die Lichtgeschwindigkeit, das heißt, i hatten wir gerade berechnet, da ist jetzt gar nicht mal mehr so viel zu rechnen. Ja, das heißt, wir haben 1/2 i0 durch mu 0 c Quadrat. Wie Sie vielleicht wissen, ja, ich schreibe es Ihnen hier kleiner an den Rand. C Quadrat war sowas wie 1 durch mu 0 epsilon 0, der Konstanten. Das heißt, wenn ich das jetzt einsetze, fällt das mu 0 sogar noch weg und ich bekomme 1/2 epsilon 0 mal e 0 Quadrat raus. Sorry, das muss natürlich immer ein Quadrat sein. Ja, das habe ich Ihnen hier unterschlagen. Hatte ich das hier oben? Ja. Das muss natürlich auch hier ein Quadrat sein. Sorry. Auch hier korrigiere ich das nochmal. Ja. Hier oben nicht, da hatte ich noch was B0 drin stehen, aber ab da drunter. Gut. Sorry dafür. Gut. Jetzt wissen wir, das ist der Strahlungsdruck, aber das ist jetzt natürlich wenig griffig. Ja, das ist jetzt ein ganz konkreter Ausdruck, aber wie groß das jetzt ist, wissen wir ja so noch nicht. Ja. Deswegen in Aufgabenteil E sollte man einmal quantitativ auch gucken, wie viel ist das jetzt eigentlich. Ja. Dazu wurde mal angegeben, die mittlere Intensität der Sonnenstrahlung auf der Erde ist, wie hoch ist die Intensität? 1400 Watt pro Quadratmeter. Ja, falls Sie schon mal Solaranlagen geplant haben, wissen Sie das vielleicht. Ja, da hat man vielleicht schon mal was gehört. Jetzt war die Frage, wie groß ist der Strahlungsdruck jetzt konkret? Und wie groß ist die abstoßende Kraft der Sonne auf die Erde über diesen Strahlungsdruck? Als Hinweis sollten wir dafür wissen, dass wir die Erde letzten Endes wie eine Scheibe auffassen können. Ja, ist sie also doch eine Scheibe mit einem Radius von 6400 Kilometern. Warum geht das? Naja, gut, gucken Sie sich die Erde mal an. So, so, so. Jetzt kommt hier Strahlung, aber von hier. Und de facto reicht es, wenn Sie sich quasi eine Scheibe so senkrecht zur Strahlung angucken. Deswegen können wir das machen. Ja, das war die ganze Idee dahinter. Gut. Jetzt setzen wir einfach mal Werte ein. S und P war die Intensität durch C. Ja, also 1400 Watt pro Quadratmeter geteilt durch etwa 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Das sind dann etwa 5 mal 10 hoch minus 6 Newton pro Quadratmeter. Das ist jetzt nicht so viel. Die Kraft hingegen, können wir mal gucken. Naja, wie groß ist jetzt quasi die Fläche? Die ist schon relativ groß, ne? Pi r Quadrat. R waren schon 6400 Kilometer. Das ist schon ordentlich. Mal diesen Druck. Also Druck mal Fläche gibt uns natürlich mehr Kraft. Ja, wenn ich das einfach mal einsetze und mal ganz grob runde, komme ich auf 6,4 mal 10 hoch 8 Newton. Das ist schon wieder relativ viel. Ja, das ist schon. Ne? Wenn das mal eine Gewichtskraft umrechnen, also so in Äquivalenz zu m mal a sozusagen oder m mal g, ja, können wir einmal schauen, was so das Gewichtsäquivalent wäre. Das heißt, wie viel an Masse müsste ich auf die Erdoberfläche packen, um quasi gleiche Kraft auszuüben? Ja, da kommen Sie drauf. Naja, das sind schon 65 Tonnen mal g. Ja, das ist also schon nicht so wenig. 65 mal 10 hoch 4, das ist so 11. Sorry. Natürlich nicht 65 Tonnen, sondern 65 mal 10 hoch 3 Tonnen mal g. Sonst wäre es ein bisschen wenig. Klar, 65.000 Tonnen, von denen wir hier reden. Ja, das ist also schon sehr, sehr ordentlich. Gut, jetzt ist die Frage, wie ordentlich ist das? Wenn ich Ihnen mal einen Vergleich geben darf, das allergrößte Schiff auf der Welt, zumindest ja, was man so online noch findet, ich weiß nicht, ob ich da aktuell bin, liegt irgendwo bei 200.000 Tonnen. Das heißt ja, das Gewicht, also die abstoßende Kraft hier ist schon nicht vernachlässigbar. 65.000 Tonnen ist schon eine Hausnummer, aber im Vergleich dazu, naja, das größte Schiff der Welt wird die Erde auch nicht aus der Bahn bringen. Also wird es ne, diese bisschen Partikelstrahlung von dem Licht, was von der Sonne so ankommt, wird es das auch nicht tun. Nur, dass Sie das mal so ein bisschen einschätzen können, wie viel das jetzt eigentlich ist. Gut, damit haben wir diese Aufgabe schon mal hinter uns gebracht. Ich gebe Ihnen noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken und Fragen zu stellen und bin dann in ein paar Minuten wieder für Sie da. Bis gleich.
So, meine lieben Damen und Herren, da wäre ich wieder und wir machen direkt weiter mit der relativ spannenden Aufgabe 71. Worum ging es bei Aufgabe 71? Da machen wir jetzt einen kleinen Ausflug und es geht um eine Reise zum Stern Vega. Muss man mal gesehen haben. Also, worum geht's? Ein Astronaut fliegt mit einer Geschwindigkeit von v gleich 0,99 mal Lichtgeschwindigkeit, also schon sehr flott, von der Erde zum 26 Lichtjahre entfernten Planeten Vega. Lichtjahr, ich kurz mal so ab für den Moment. Als Hinweis war noch gegeben, naja, wissen wahrscheinlich, aber ein Lichtjahr ist die Strecke, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Okay, ja, gut. Zum Warmwerden war die erste Frage, wie viel Zeit ist dann auf den Uhren der Erde seit dem Abflug vergangen, wenn der Reisende dann mal auf Vega angekommen ist? Ja? Ja gut, das ist relativ simpel. Ja, das ist ganz naheliegend. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Abstand. Wir müssen wissen, wie schnell er unterwegs ist. Ja, und das ist einfach ganz normale Mechanik. Ja, Abstand ist Geschwindigkeit mal Zeit. Ja, und gab schon, waren 26 Lichtjahre, also 26 Jahre mal c. Geschwindigkeit war 0,99 mal c. Ja, das fällt also gegeneinander weg. Also bekommen wir 26,26 Jahre. Das war also schon sehr flott unterwegs. Aufgabenteil B war dann unmittelbar nach Ankunft auf dem Stern Vega, sendet der Reisende jetzt ein Lichtsignal Richtung Erde aus. Wie lange nach dem Start der Reise dauert es, bis dieses Signal auf der Erde eintrifft? Ja gut, das ist jetzt nicht so schwer. T2, also der Zeitpunkt, wann das Signal eintrifft, ist, ja, erstmal, Anfangspunkt sollte ja der Startpunkt der Reise sein, brauchen wir erstmal T1, also die Zeit, die er braucht, bis er mal auf Vega angekommen ist. Und dann, naja, sendet ein Signal aus. Das ist ein Lichtsignal, das sich also mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Wir wussten, der Abstand ist 26 Lichtjahre. Also ist es T1 plus 26 Jahre. Oder naja, 52,26 Jahre. Sie sehen, falls Sie irgendwann mal ein intergalaktisches Weltreich errichten möchten, das auf mehrere Planeten verteilt ist, könnte Kommunikation ein Problem werden. Ja, Sie sehen einmal hin und dann einfach mal melden, sind angekommen. Da ist gar nicht mal so klar, dass die Leute, die sie auf den Weg geschickt haben, überhaupt noch am Leben sind. Ne? 52 Jahre für so 26 Lichtjahre, das ist halt schon mal eine gewisse Zeit. Das ist ein Problem. Interessanterweise sollen wir jetzt mal berechnen, wie lange dauert die Reise für den Astronauten selbst. Ja, wir machen ja hier, das ist Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen, dass es in dieser Aufgabe um Relativitätstheorie geht. Ja, und dass es dann bei so hohen Geschwindigkeiten durchaus schon mal Differenzen in der Zeit, die so eine Uhr misst, geben kann, je nachdem, was sich relativ wozu bewegt. Na, da wissen Sie, da gibt es sowas wie Zeitdilatation und dann wäre T1, also sowas wie Gamma mal die Zeit, die der Astronaut misst. Ja, Sie wissen, der Astronaut selbst im Ruhesystem, ja, misst eine andere Zeit als ich, wenn ich ihn, sag mal, in Bewegung beobachte und da ist ein Faktor Gamma dazwischen. Was war dieses Gamma? Naja, das ist 1 durch 1 minus die Geschwindigkeit, der er sich bewegt zum Quadrat, durch Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat und daraus die Wurzel. Gucken wir uns das mal an. Das kann also, der Wert im Nenner, sehr, sehr klein werden. Das Gamma kann also sehr, sehr groß werden. Ja? In diesem Fall kämen wir auf 7,09. Das heißt, ja, für mich, wenn ich so dem Astronauten zugucke, vergeht die Uhr oder tickt die Uhr an Bord dieser Rakete oder wie auch immer er unterwegs ist, viel, viel langsamer, und zwar mit Faktor 7,09, als für den Astronauten selbst. Das bedeutet auch, naja, die Zeit des Astronauten ist gleich also T1 durch Gamma oder 26,26 Jahre durch 7,09, also nur 3,7 Jahre. Das ist erstmal interessant. Also, ne, wenn wir überlegen, dass ich mir da irgendwas angucke, was 26 Lichtjahre weit weg ist und trotzdem in 3,7 Jahren hinreisen kann, ist das erstmal ein bisschen merkwürdig.
Ja, deswegen möchte ich da noch mal ganz, ganz kurz drauf eingehen, ja, wie man sich das veranschaulichen kann. So wirklich anschaulich wird Relativitätstheorie natürlich nie werden, aber nur mal so zum Vergleich. Ja, was Sie wahrscheinlich schon gesehen haben, ist, wir müssen uns also überlegen, wie man überhaupt Zeit misst. Und eins der Standardbeispiele, wie Sie eine Uhr bauen können, war, naja gut, Sie nehmen halt einfach hier zwei Spiegel, das sollen zwei Spiegel sein, und dazwischen tritt Licht permanent hin und her und oszilliert hin und her. Ja, und jetzt sagen Sie einfach, na gut, jedes Mal, wenn das Licht einmal hin und wieder zurückgetitscht ist, ja, dann klickt Ihre Uhr einmal und damit haben Sie eine relativ simple Uhr gebaut. Ja, das würde mir jetzt mal, wenn das in Ruhe ist, die Zeit T' messen. Wenn ich mir jetzt angucke, dass ich diese relativ simple Lichtuhr in diese Richtung bewegen soll, und zwar relativ schnell mit fast C, das sagen jetzt mal die Spiegel, wie sich bewegen, dann ist der Weg des Lichts von mir aus betrachtet ja eher sowas. Ja, das bedeutet, insgesamt ist der Lichtweg, den mein Licht braucht, um von hier nach da zu kommen, deutlich länger, ja, als im Fall oben. Wenn ich jetzt aber, und das ist wirklich das zentrale Postulat in der Relativitätstheorie, sage, dass meine Lichtgeschwindigkeit konstant ist, bedeutet das nichts anderes, als dass diese Uhr langsamer ticken muss. Warum? Naja, es dauert jetzt halt etwas länger, der Weg ist länger geworden, bis das Licht einmal von hier unten nach da wieder hier unten angekommen ist. Ja, das heißt, ich habe so eine Zeit T, die ich diese Uhr jetzt messen würde, die ist gleich Gamma mal T'. Das Interessante ist, dass es immer noch die gleiche Uhr ist, nur einmal in ihrem eigenen System, und zwar hier oben, und einmal von mir beobachtet, der relativ dazu, also ne, der sich irgendwie relativ zur Uhr bewegt, oder beziehungsweise die Uhr bewegt sich relativ zu mir. Ja, das heißt, allein das macht mir einen Unterschied in der Zeit. Gut. Das war die eine Seite der Medaille. Die andere Frage war natürlich, das erklärt uns natürlich immer noch nicht, wie man in 3,7 Jahren eine deutlich längere Strecke zurücklegen kann. Ja, 26 Lichtjahre in 3,7 Jahren. Dazu müssen wir uns, bisher haben wir uns überlegt, wie man Zeit messen kann. Ja, auch mal überlegen, wie man Distanzen messen kann. Was die Zeit angeht, können Sie jetzt sagen, natürlich oben, ja, das ist ja ein relativ mieser Trick, den wir hier angewandt haben. Ja, warum sollte man Zeit gerade mit Lichtuhren messen? Muss man doch gar nicht machen. Wenn Sie mal genauer darüber nachdenken, ist das aber eigentlich gar nicht so wichtig, dass man Licht dafür nimmt. Das ist an sich gar kein schlechter Trick, sondern, naja, alles, wobei Zeit vergeht, ja, überlegen Sie sich jetzt mal im Menschen irgendwelche Signale, die durch den Körper gehen und, sind ja alles elektrische Signale oder, ja, oder irgendwas anderes. Das heißt, es geht schon immer Informationen sozusagen oder irgendwelche Signale von A nach B. Und auch diese, ja, sind natürlich mit dem Problem behaftet, auch die können sich nicht schneller als C ausbreiten. Von daher ist das schon ein relevantes Problem. Ja, und das ist schon eine adäquate Darstellung, dass Sie einfach das Licht nehmen und daraus eine Uhr basteln. Ja, alle anderen, ich sag mal, Signale, die kein Licht sind, haben ja das gleiche Problem. Auch die können sich nicht über Licht schnell ausbreiten. Ja, aber wie gesagt, als andere Frage ist, wie messe ich jetzt Distanzen? Weil die relativ wichtige Frage natürlich sein wird, wie messe ich die Distanz nach Vega? Ja, jetzt kann ich überlegen, ich habe diese Länge L, die mich interessiert. Und jetzt habe ich meine Uhr, die sich einfach von hier nach da bewegt. Und ich habe dann hier eine Zeit T1 und hier eine Zeit T2. Und im Prinzip, naja, wie kann ich das messen? Ich sage jetzt einfach, ich habe so eine Gesamtzeit T gleich T2 minus T1. Ja, meine Uhr bewegt sich dran vorbei, die klickt einmal hier bei T1, einmal rechts bei T2 am langen Rand. Und daraus, wenn ich weiß, wie schnell meine Uhr sich bewegt, kann ich ja ganz gut ausrechnen, wie lang das Ding, hier so ein Maßstab, den ich messen will, eigentlich ist. Ne? Das heißt, ich kriege dann raus, meine Länge ist dann sowas wie diese Zeit mal die Geschwindigkeit. Ja, das ist alles. Damit bin ich auch schon fertig. Damit weiß ich, wie lang das ist. Gleichzeitig kann ich auch überlegen, naja, wie schnell tickt meine Uhr jetzt? Wenn ich jetzt nochmal hier oben gucke, hatte ich ja zwei Varianten, eine ruhende Uhr und eine nicht ruhende Uhr unten. Ja, das hier war ruhende Uhr. Und das hier war die bewegte. Ja, und jetzt hatte ich gesagt, okay, die Zeit, die ich hier habe, die diese Uhr misst, ist sowas wie Gamma mal die Zeit, die diese Uhr messen würde, unter den gleichen Bedingungen, wenn sie ruht. Das bedeutet, den gleichen Ansatz kann ich auch hier machen. Das heißt, ne,
Das wäre sowas wie Gamma mal T' mal V. Ja, das heißt, wenn die Uhr stattdessen ruhen würde, müssten diese Sachen äquivalent sein. Genauso hier, die Zeit, die meine Uhr misst, ist also sowas wie Gamma mal T'. Also was die Uhr messen würde, wenn sie ruhen würde. Dann gucken wir uns doch das Gleiche mal aus dem System der Uhr an. Ja, wir stellen also unsere Uhr einfach hier hin. Wir haben wieder unseren Maßstab. Der bewegt sich jetzt aber in diese Richtung. Ja, und dann habe ich wieder hier eine Zeit T1', T2'. Und ich mache einfach das Gleiche. Ja, wenn die Uhr am linken Rand ist, klickt sie einmal. Wenn die Uhr am rechten Rand angekommen ist, klickt sie nochmal. Und daraus kann ich jetzt wieder die Länge, in diesem Fall L' im Ruhesystem der Uhr berechnen. Ja, der Ansatz ist genau der gleiche wie oben. Vergleichen Sie einfach. Wir hatten L gleich T mal V. Jetzt kann ich einfach sagen, L' ist gleich T' mal V. Die Relativgeschwindigkeit ist ja die gleiche. Ja, das heißt, mein Stab bewegt sich mit Geschwindigkeit V nach links. Hier hat sich meine Uhr mit Geschwindigkeit V nach rechts bewegt. Ja, und das ist erstmal vollkommen äquivalent. Genauso kann ich hier sagen, T'. Ja, wie ist das mit der anderen Zeit verwandelt? Naja, das wäre sowas wie T durch Gamma. Da habe ich einfach nur diese Gleichung hier oben einmal umgestellt. Ja, so sind die beiden Zeiten miteinander verwandt. Gut. Jetzt stelle ich aber fest, naja gut, wie sieht das denn jetzt aus? Ja, ich habe sozusagen, aber ich habe hier einmal L gleich T mal V, aber ich habe hier L', was meine Uhr messen würde, wenn sie ruht, gleich T' mal V. Die Geschwindigkeit ist die gleiche, aber wir hatten gesagt, das T' ist was anderes. Das heißt, L' wäre sowas wie, na, jetzt muss ich einmal meinen, T durch Gamma mal V. Ja, das heißt, die Länge ist eine andere. Wir wissen, Gamma, im oberen Beispiel war das 7, ist positiv in diesem Fall. Das heißt, die Länge dieses Maßstabs ist verkürzt. Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als die gleiche Seite der Medaille dieser Zeitdilatation. Ja, alternativ, damit die ganze Physik konsistent bleibt, ja, muss, weil die Uhr hier langsamer geht, wenn ich ruhe, für die bewegte Uhr oder im Ruhesystem der Uhr, muss ich dafür der gleiche Weg verkürzen, damit die Physik äquivalent bleibt. Ja, das bedeutet, eine ruhende Uhr würde Längen, die sich schnell auf sie zubewegen, deutlich verkürzt wahrnehmen. Und zwar werden diese Längen um diesen Faktor Gamma kleiner, Faktor 7 in diesem Fall. Ja, das sagt Ihnen auch, warum Sie diesen langen Weg, gucken wir hier nochmal, von 26 Lichtjahren, ja, in nur 3,7 Lichtjahren zurücklegen können. Weil diese Länge, die Sie hier messen, ist nichts anderes als der Abstand zu diesem Stern Vega, der Sie interessiert. Ja, das ist genau diese Länge, die die Uhr in Ihrem eigenen System ist. Und die ist jetzt tatsächlich um diesen Faktor verkürzt. Das heißt, in diesem Ruhesystem der Uhr, in diesem Fall des Astronauten, ist der Abstand nach Vega tatsächlich erheblich verkürzt. Ja, der Weg wird tatsächlich kürzer. Das bedeutet, naja gut, wenn wir vorhin gesagt haben, Kommunikation im Weltraum könnte schwierig werden. Reisen sind hingegen wieder eventuell möglich. Sie müssen bloß schnell genug unterwegs sein. Ja? Das heißt, wenn Sie nah genug in der Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind, haben Sie nicht so das Problem, sondern Sie können die Reise sehr, sehr kurz machen. Dafür kommen natürlich andere Probleme rein. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja zum Beispiel vorhin gesagt, dass wir, oder auf dem letzten Übungszettel, dass es im Weltraum natürlich ganz, ganz viele elektromagnetische Wellen gibt. Ja, zum Beispiel Licht so bei 800 Nanometern oder sowas. Ja, das wäre so gerade noch so sichtbares Infrarotlicht. Ja, das Infrarote, wovon es im Weltraum ganz, ganz viel gibt, geht dann so etwa bis 2300 oder bis, ja, etwa so Nanometer. Blöderweise, was jetzt auch passiert, wenn Sie jetzt super schnell unterwegs sind, Sie wollen jetzt, sage ich mal, dieses Gamma auf ungefähr einen Faktor 1000 erhöhen, damit Sie richtig schnell da sind. Müssen Sie mal gucken, wenn Sie jetzt hier mit Ihrer Rakete unterwegs sind, so mal ganz simplifiziert dargestellt, kommt Ihnen natürlich auch Licht entgegen. Einer der Haken ist, naja, Ihr Abstand zum Ziel wird jetzt natürlich kürzer, aber auch der Abstand zwischen zwei Peaks dieser Wellenlänge Ihres Lichtes wird natürlich ebenso kürzer. Das Licht bewegt sich ja auch auf Sie zu. Ja, das bedeutet, wenn Sie das auch einen Faktor 1000 verkürzen, haben Sie nicht mehr Licht, was so bei 800 Nanometern Licht, sondern Sie kommen dann so mal bei, naja, 0,8 Nanometern raus. Wenn Sie sich erinnern, wenn Sie da langsam noch ein bisschen kürzer werden, irgendwann kommen Sie am Bereich des Röntgenlichts.
Das bedeutet, wenn Sie tatsächlich so schnell zwischen Planeten reisen wollen, haben Sie so ein bisschen das Problem, dass selbst Licht, das für uns harmloses Infrarotlicht wäre und total harmlos aussieht, Sie höchstwahrscheinlich grillen wird, weil es ultrascharfes Röntgenlicht wird irgendwann. Ja, Sie sehen, interplanetare Reisen haben noch so ein paar andere Problemchen. Ja, da müssen Sie erstmal heile ankommen, wenn Sie so schnell unterwegs sind. Sie sehen, ganz so einfach ist das alles nicht. Gut, damit sind wir einmal kurz nach Vega gereist. Ich gebe Ihnen jetzt noch mal einen kurzen Moment Zeit, sich von dieser Reise so ein bisschen zu erholen und Fragen zu stellen und bin dann gleich wieder für Sie da. Bis gleich. So, meine lieben Damen und Herren, ich habe jetzt nochmal Aufgabe 72 für Sie und damit das große Vergnügen, nochmal die erste terrestrische Messung der Lichtgeschwindigkeit mit Ihnen zu besprechen. Gut, worum geht es? Aufgabe 72, Lichtgeschwindigkeit. Der erste, der die Lichtgeschwindigkeit mit einem mechanischen Experiment auf der Erde recht genau bestimmte, war im Jahr 1849 der französische Physiker Armand Fizeau. Er schickte einen Lichtstrahl durch eine Lücke eines sich schnell drehenden Zahnrads mit 720 Zähnen. Dieser Lichtstrahl wurde dann in einer Entfernung von 8,63 Kilometern, das war also schon kein ganz simples Experiment, ja, in dieser Entfernung von einem Spiegel zurückreflektiert und traf wieder auf das Zahnrad. Wenn das Zahnrad mit einer Frequenz von 25,2 Umdrehungen pro Sekunde rotierte, dann fiel das Licht genau durch die nächste Lücke des Zahnrades und konnte beobachtet werden. Gut. Aufgabenteil A. Um uns das klar zu machen, sollten wir erstmal eine kleine Skizze machen. Naja, gut, das ist nicht so schwierig. Das Schwierigste daran ist wahrscheinlich, ein Zahnrad zu zeichnen, worauf man ich wahrscheinlich fatal scheitern werde. Ja, das hat auch nicht viel Ähnlichkeit mit einem Zahnrad. Aber Sie wissen, was gemeint ist, hoffe ich. So, fantastisch. Das soll sich jetzt also mit einer gewissen Frequenz drehen. Und was jetzt passieren soll, ist, naja, ich schicke mein Licht hier durch. Das trifft jetzt hier auf einen Spiegel, geht zurück und das rotiert jetzt so weiter, dass Rückweg quasi durch die nächste Öffnung wieder hindurchtreten kann. Der Abstand hier ist L. Ja. Das Ganze rotiert mit der Frequenz F und die Anzahl der Zähne ist N. Ich habe jetzt nicht alle 720 gezeichnet. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Gut. Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Wir sollen uns mal dieses Experiment nachvollziehen und die Aufgabe ist, berechnen Sie mit den Angaben der Aufgabe den Messwert für die Lichtgeschwindigkeit c. Gut. Als Hinweis war noch gegeben, naja, die Lichtgeschwindigkeit ist gegeben durch c gleich zweimal die Länge. Klar, das Licht muss ja einmal hin und einmal zurück durch Delta t, also die Zeit, die währenddessen vergangen ist. Delta t lässt sich dann wieder durch die Winkeländerung Delta Alpha und F ausdrücken. Das heißt, Delta T muss eine Funktion davon sein. Na gut, machen wir das doch. Schauen wir mal, wie das geht. Also, wie können wir das machen? Machen wir erstmal den einfachsten Fall. Wie würde unser Delta Alpha denn aussehen? Ja, das ist im Prinzip so etwas wie meine Kreisfrequenz Omega mal die vergangene Zeit. Ja, also wie viel dreht sich mein Zahnrad in der Zeit, die das Licht braucht? Jetzt habe ich nicht aber nicht Omega, sondern F gegeben. Na gut, da wissen wir Omega. Das ist 2 Pi mal die Frequenz. Das ist relativ simpel. Das ist das eine. Die andere Bestimmungsgleichung, was weiß ich noch über Delta Alpha? Ja, wie viel Winkel habe ich? Na gut, das muss gleich sein. 2 Pi geteilt durch N. Warum? Naja, 2 Pi sind 360 Grad. Das wäre eine gesamte Umdrehung. Jetzt habe ich aber 720 Zähne im gleichen Abstand. Also muss ich mein Zahnrad nicht einmal komplett rumdrehen, um wieder an meinen Zahn anzukommen, sondern nur einen Zahn weiter. Wir nehmen jetzt einfach mal an, dass die Zähne gleichmäßig angebracht sind. Alles andere wäre ein ziemlich schlechtes Zahnrad. Ja, also ist der Gesamtwinkel, den sich mein Zahnrad weiter drehen muss, ja, damit ich quasi einen Tacken weiterkomme, einen Zahn, genau 360 Grad oder 2 Pi geteilt durch n. Gut, die beiden Sachen müssen gleich sein. Also weiß ich 1 durch n, das 2 Pi kann ich direkt wegkürzen, ist gleich f mal Delta t.
oder Delta T ist gleich 1 durch die Frequenz mal die Anzahl meiner Zähne. Soweit, so gut. Jetzt kann ich im Prinzip das Ganze oben einsetzen. C ist also gleich 2L durch Delta T, hatten wir gesagt. Ja. Dann bekomme ich einfach noch raus 2 mal L mal die Anzahl meiner Zähne mal die Frequenz. Und wenn ich das alles einsetze, komme ich auf ungefähr 3,13 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Der genaue Wert sind 2,99 irgendwas mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Also für die damalige Zeit schon ein sehr gutes Ergebnis. Ja, also wirklich sehr gut nah drin. Aufgabenteil C war, geben Sie noch mindestens eine weitere Methode zur Messung der Lichtgeschwindigkeit an. Da waren Sie natürlich sehr frei, da kann man sehr, sehr viel wählen. Ich zeige Ihnen jetzt mal die astronomische Methode nach Römer, weil das so eine der ersten Varianten war, überhaupt die Lichtgeschwindigkeit zu bestimmen. Wie ging das? Naja, im Prinzip hat sich Römer den Jupitermond Io angeguckt. Dazu gucken wir uns jetzt mal ganz grob das Sonnensystem an. Unsere Sonne sei hier und unsere Erde ist jetzt mal hier. Ja, die rotiert jetzt einmal um die Sonne rum, bla bla bla. So soll das aussehen. Jupiter macht das Gleiche. Ja, Jupiter ist hier, macht das Gleiche in viel, viel größerem Winkel und deutlich langsamer. Um Jupiter gibt es jetzt den nächsten Mond Io, der hier seine Kreise zieht. So. Jetzt sehen Sie, Io ist mal sichtbar und mal nicht. Ja, das heißt, der verdunkelt sich regelmäßig. Warum? Ist relativ klar. Ja, wenn Sie Io sehen wollen, darf Jupiter nicht im Weg sein. Das heißt, so, wenn das so steht, haben Sie keine Chance. Wenn Io hingegen hier ist, können Sie ihn sehen. So, was jetzt passiert ist, ist, naja, wenn die Lichtgeschwindigkeit endlich ist, dann müssen Sie gucken, wie oft Io hier um sich rumkreist. Ich glaube, das waren, ich weiß gar nicht, 42 Stunden oder so müsste die typische Rotationsdauer um den Jupiter sein. Ja. Was jetzt eigentlich passiert ist, wenn sich die Erde jetzt hier befindet, sehen Sie, dass es genau 42,5 Stunden dauert. Jetzt bewegt sich die Erde so ein bisschen hier entlang. Hier sehen Sie auf einmal, wenn sich die Erde hier befindet, dann dauert es auf einmal ein bisschen länger als 42,5 Stunden. Zwischen zwei Verdunklungsperioden von Io. Dann geht es hier weiter. Hier sehen Sie natürlich gar nichts, da ist die Sonne im Weg, da haben Sie keine Chance, Io überhaupt zu sehen. Wenn die Erde wieder hier ist, da so in etwa, sind es auf einmal weniger als 42,5 Stunden. Ja? Aus diesem Zyklus hat Römer jetzt die Lichtgeschwindigkeit berechnet. Warum? Naja, Sie müssen bedenken, Jupiter ist halbwegs stationär während der Zeit. Das ist nicht ganz korrekt, aber so Pi mal Daumen. Ja, das bedeutet aber, bis das Licht mal an der Erde ankommt, so, ist die Relativbewegung der Erde dazu relativ relevant. Jupiter ist doch noch ein bisschen weit weg. Ja, und das heißt, der Weg sozusagen, den das Licht zurücklegen muss, von, ich sag mal, einem Punkt bis zum nächsten, ist oder überlagert von der Erdbewegung. Hier unten, da, bewegt sich die Erde vom Jupiter weg. Hier oben bewegt sie sich auf Jupiter zu. Das heißt, über diese beiden Methoden wissen wir, okay, einmal bewegt sich die Erde relativ dazu weg, einmal näher ran. Das heißt, der Zeitunterschied ergibt sich einfach dadurch, dass sich die Erde halt bewegt, einmal auf das Licht zu, sozusagen, also einmal auf das Licht hin, einmal vom Licht weg. Und daraus, und den, ich sag mal, üblichen Abmessungen im Weltraum, konnte Römer bereits die Lichtgeschwindigkeit berechnen. Nicht ganz so exakt wie hier, der war irgendwie bei 2 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde, glaube ich, also schon noch weit weg, aber damals war schon die Erkenntnis, dass das Licht überhaupt eine endliche Geschwindigkeit hat, sehr, sehr wichtig. Gut, dann kommen wir noch zu D. Da war die Frage, wie genau ist die Lichtgeschwindigkeit heute bekannt? Naja, heute wissen wir, C ist gleich, ich schreibe es immer hin, 299, 792, 4, 5, 8, Meter pro Sekunde. Es gibt noch ein paar mehr Nachkommastellen. Die Frage ist, wie groß ist jetzt aber die Messgenauigkeit? Der Trick an der Sache ist, die Lichtgeschwindigkeit ist beliebig genau bekannt. Die ist absolut exakt bekannt, ohne jeden Messfehler. Warum? Naja, wir haben sie einfach so definiert. Sie soll so sein. Auch das klingt jetzt wieder nach einem Taschenspielertrick.
ist es aber gar nicht. Üblicherweise hätten sie gesagt, ja, was brauchten wir alles, um, ich sag mal, die Lichtgeschwindigkeit zu messen? Was mussten Römer machen? Und wieso? Naja, sie mussten wissen, wie lang so ein Meter jetzt eigentlich ist, wie lang eine Sekunde ist, weil brauche ich halt, um eine Geschwindigkeit messen zu können. Ja, und dann kann ich das machen. Was man heutzutage gemacht hat, ist, ich kann die Lichtgeschwindigkeit so genau bestimmen, im Prinzip, dass es einfacher ist, die Lichtgeschwindigkeit exakt auf diesen Wert zu setzen und dann einen Meter von der Lichtgeschwindigkeit abzuleiten. Ja, indem einfach, naja, Meter ist jetzt einfach die Strecke, die das Licht in 1 durch 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 Sekunden zurücklegt. Ja, das bedeutet, jetzt sage ich einfach, pff, na gut, dann nehme ich halt als Grundeinheit meines Einheitensystems mal die Lichtgeschwindigkeit, weil die ist super, die kann ich genau bestimmen und so weiter und leite einfach den Meter ab, weil es beliebig viel schwieriger ist, Meter sehr, sehr genau zu messen, als die Lichtgeschwindigkeit. Ja, und genauso funktioniert das im Prinzip mit dem Einheitensystem immer. Ja, sie gucken sich einfach an, welche Kenngrößen am nettesten sind, sozusagen am besten bestimmbar. Die wählen sie dann als Basiseinheiten und den Rest leiten sie dann davon ab. Aus historischen Gründen wäre es natürlich nett oder eine Gewohnheit gewesen, dafür das Meter zu nehmen, den Meter zu nehmen. Aber das muss man gar nicht. Ja, das heißt, hier mit der Lichtgeschwindigkeit kommen sie viel, viel besser hin. Gut. Damit bin ich mit dem Aufgabenzettel auch schon wieder durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Relativitätstheorie zumindest ein bisschen näher bringen. Dann wünsche ich Ihnen gleich noch viel Spaß mit der mathematisch-magischen Ergänzung und noch ein schönes Wochenende und eine schöne nächste Woche. Bis dahin und bis nächste Woche an dieser Stelle. Tschüss.